Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sweeter Moritz. Yay! Ja, ich konnte ja gestern nicht aufnehmen, weil es echt viel zu spät wurde. Und ich mach mal die PS4 ein bisschen leiser. Doch! Ja. Also erstmal nehme ich jetzt den Part für heute Abend auf, damit ihr Bescheid wisst. Also wenn dieser Part hochgeladen wurde. Ich habe jetzt erstmal den Part für heute Abend aufgenommen. Und danach nehme ich direkt im Anschluss wahrscheinlich den 1-2-Stunden-Part auf. Mal gucken, wie lange ich aufnehme. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie viele Episoden ich schaffe. Ich denke mal so, 3 werde ich versuchen zu machen. Und ja. Ja. So, erstmal hier, ich habe Nachrichten. Das interessiert mich gerade nicht. Entschuldigung, dass mich das nicht interessiert, aber... Klappe, Schatz. Ja, das konnte ich gestern nicht machen, weil ich das euch ja zeigen möchte, wenn ich hier... Shut up, Game. Shut up. So. Kann ich ja nicht machen, weil ich möchte euch das ja zeigen. Deswegen habe ich jetzt gestern 3 Flirts eingesammelt. Also das habe ich gestern Abend noch schnell gemacht. Damit wir hier nicht hinterher doch Probleme bekommen wegen unseren Jungs. Ja, jetzt müssen wir mal Valentinstag spielen. Ja, es ist wieder Moritz spinnt ein bisschen heute. F. Und am Ende ein D. Ha, ha, ha. Flirt. Nein. Ach, komm. Nein, flirten wollte ich auch, das ist so lang. Okay. Irgendwas mit R. Freund. De. Voll einfach, aber egal. Egal, ich hab's hingekriegt. So, fuck it. Ja, Sweeter Moritz spinnt echt ein bisschen heute. Ich hoffe, dass... Ich war gerade durchsichtig. Ich war ein Geist. Schatz. Musst du das vor unserem Sohn spielen? Wow, total früh. Mach die Augen zu, nachdem der Rabe die Eingedärme gerade gefressen hat. Versteht das doch noch. Natürlich versteht er das. Nein. Doch. Ist der ein Wurm? Nein, der versteht das langsam. Der hat schon mal Albträume gehabt. Was denkst du, woher denn? Papa nicht da. Ich dachte, er hat bei dir einen Albtraum gehabt, du Follow. Weil die Mama nicht da war. Leck mich. Auf jeden Fall, machen wir mal... Ach ja, die Lösung... Was ich euch noch sagen wollte, die Lösung hier sind jetzt weg, weil sie das nicht machen durfte. Aber die Steckbriefe sind hier und da können wir auch einiges nachlesen. Auch zum Beispiel hier, was Cassie betraf, dass er eben halt auf knappe Shorts steht und so. Auch wenn das mit dem Stück, glaube ich, nicht dabei war. Aber naja. Was macht ein Mädchen in meinen Augen ganz besonders elegant? Eine Schluppenbluse, ein ausgestelltes Kleid aus fließendem Stoff, ein Vintage-Handtasche. Ich denke mal, die Handtasche ist es? Nein? Was? Willst du mich verarschen? Fick dich! Fick dich, Lysander! I don't like you anymore! Ich dachte, wir wären auf einer Ebene. Ich dachte, wir würden uns verstehen. Das will ich jetzt aber wissen, ob das hier irgendwo Lysander so hätte. Bla bla bla. Er mag Rockmusik, denn wir sind keine Ziel. Ja, deswegen dachte ich. Hasen, alte Klassiker, lernst besonders von... Dagegen hast du ja Vorurteile, unfreundlich Menschen und Respektlosigkeit. Ja, was mag er bei Mädchen? Oh, hier erfahren wir es. Er bevorzugt ehrliche Mädchen und fühlt sich von pompöser Kleidung wie ausgestellte Kleidung an, Kleider angezogen. Also hätten wir wirklich das schöne Kleid mit fließender Stoff nehmen sollen. Hallo, Anakin, hallo, hallo. Willst du mal was sagen? Nee. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Okay. Gut. Ich hätte vorher nach... Weißt du noch, welche Blutgruppe ich habe? Woher soll ich das wissen? Was? Ja, ich glaube, Markiplier hat AB. Ich habe noch keine Ahnung, welche Blutgruppe du hast. Du lebst mich gar nicht. Du hast mir deine Blutgruppe genannt. Blutgruppe. Da ist Aussehen.
Blutgruppe. Irgendwo müsste doch die Blutgruppe stehen. Komm bitte, ich brauche die Blutgruppe. Verfluchte nochmal. Nein, gib mir die blöde Blutgruppe. Ich meine, es war AB, aber ich bin mir nicht sicher. Please. Please. Liz. Listener. Will eines Tages mit uns gehen? Vielleicht. Definitiv ja. Oh, Monosinn. Ja, hat er. Bla 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 bla. Aus deiner Sicht, was sind die guten? Toll, die Blutgruppe steht hier nicht bei. Welche Blutgruppe hat Lysander? Er hat AB. Das hat nichts mit seiner Akte zu tun, daraus erfährt man nichts. Das steht bei den Infos über ihn unter meine Freunde. Oh. Okay. Well, never mind. AB minus müssen wir uns merken. AB minus hat er. Okay, gut. Mit Haustieren habe ich es nicht. Ah, er mag vor allem Hasen. Das kommt, glaube ich, daher, dass er halt auf dem Bauernhof gelebt hat. Und da waren, also, ich glaube, seine Eltern oder Großeltern leben ja auf dem Bauernhof. Und da hatten die vor allem Kaninchen und die fand er total toll. Und deswegen mag er Kaninchen, also Hasen vor allem. Ach Moment, das sind ja nur 8 Fragen. Nö. Ich bin blöd. Egal. Was ich am Mädchen ganz besonders zu schätzen weiß, ist Ehrlichkeit. Er liebt Ehrlichkeit. Das sagt er auch, glaube ich, sehr häufig. Er kann es nicht ab, wenn man irgendwie total verlogen und so ist. Ich finde das Bild bisher total toll. Ja, muss ich zugeben. Es ist cool. Ich packe das jetzt mal eben hier rein. Scheiß drauf. Weg damit. Und hier kommen dann wahrscheinlich noch jetzt Ken. Ja, hier unten ist Ken und hier oben ist, Lysander. Was ist? Kenny zwingt mich zum Nazi-Studieren. Cassie, finde ich, sieht total cool aus hier, so. Und Nathaniel sieht ungewöhnlich männlich aus. What the fuck? So, Armin, kennst du meine Meinung über Star Wars? Ich denke mal, er ist ein großer Fan, ansonsten hasse ich ihn. Nein, ich würde Armin deswegen nicht hassen, ich bin nicht so ein großer Star Wars Fan. Dafür hasse ich. Ich liebe dich auch. Aber ich denke mal, er mag Star Wars, weil er ist ja so ein Nerd und so. Und welcher Nerd mag nicht Star Wars? Star Trek, Leute, ja. Das stimmt allerdings. Er mag humorvolle Mädchen, die sogar über sich selbst lachen können und findet insbesondere Brillenträgerin süß. Oh, okay. Er liebt zu zocken, Pizza, Star Wars und Guitar Hero. Aha! Du bist ein großer Fan. Richtig. Oh, jetzt haben wir die Donut-Ohrringe, die finde ich total toll. Was will ich an einem Mädchen süß? Brille! Ich will gar nichts sagen, aber ich bin Brillenträgerin. Duh. Ah, verdammt, jetzt habe ich keine mehr. Egal, morgen gibt's wieder Flirts. Naja, und einen Flirt können wir uns noch holen. Indem wir jetzt ein bisschen durch die Episode gehen, die wir jetzt endlich anfangen. Woohoo! Let's go! Es ist Wochenende und meine Eltern haben den Hausarrest aufgehoben. Yay! Zudem sie mich wegen dem Tadel verdonnert hatten. Warte, was? Wann? Wie? Wo? Ich habe einiges vergessen. Es tut mir leid. Ich bin fast fertig. Ich muss mich nur noch entscheiden, welche Schuhe ich zum Ausflug anziehe. Meine Schuhe wählen. Ja, das habe ich ja schon beim letzten Part erwähnt. Also, wenn wir die hohen Schuhe nehmen und später mit Dake durch das Einkaufszentrum gehen. Und ich will eigentlich nur mit Dake das kriegen, weil ich will Dake eine Ohrfeige verpassen dürfen. Ich meine, es ist Dake und ich will ihn schlagen. Ich liebe es, wenn ich ihn schlagen darf. Ich kann ihn einfach nicht ab. Und dann kriegen wir dann immer solche schönen, flachen Pumps und die sind voll schön. Finde ich.
Und deswegen nehmen wir jetzt die Schuhe. Auch wenn sie teurer sind, aber ich habe ja noch ein bisschen Geld. Ein bisschen habe ich ja. Ein bisschen. So, fertig. Auf zum Date mit Dake. Böser Enneke, warum legst du da um? Der Papa will mit Mercy noch den Punkt halten können. Ich konnte ihn zu mir fliegen, weil ich nicht hab mit sie abgehauen. No. Das sieht cool aus. Auf jeden Fall, ich werde in das große Einkaufszentrum in die nächstgelegene Stadt fahren. Von hier aus fährt ein Bus dorthin. Das ist die Gelegenheit, um ein bisschen shoppen zu gehen. Yay! Shoppen! Oh, hallo Melanie, fährst du auch an den Strand? Nein. Ich war letztens noch am Strand. Ich habe keine Lust, schon wieder dahin zu fahren. Wobei, das sind jetzt, glaube ich, schon 10 Episoden her. Ich glaube, Episode 9 ist der Strand. Aber naja. Nein, ich fahre in die Nachbarschaft. Du fährst also ans Meer? Ja, ich treffe mich dort mit Viola und Kim. Hast du Lust, mitzukommen? Nein, danke. Ich habe keinen Badeanzug dabei und außerdem war ich erst vor kurzem am Strand. Ich habe im Moment nicht so große Lust, wieder dorthin zu fahren. Trotzdem danke. Trotzdem danke, Iris. Iris. Ja, ich weiß, ich war ja auch dort. Schade, aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, vielleicht beim nächsten Mal oder niemals. Nein, ich mag Iris irgendwie langsam doch wieder. Ist gar nicht so schlimm, aber... ja, viel Spaß und grüß Viola und Kim von mir. Wird mich freuen. Drück sie von mir, umarm sie und hab sie ganz doll lieb, ja? Dankeschön. Finde ich noch hier und da ein Küsschen? Nein, ich bin nicht so. Ich bin nicht so, dass mich das mit ihren Freundinnen die ganze Zeit so Küsschen hier und Küsschen da und mama. So bin ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Mädchen das machen. Ich weiß viele Sachen nicht, warum Mädchen das machen. Ich weiß nicht mal, warum irgendwelche Memes und Trends entstehen. Weil Memes toll sind. Ich meine, dieses komische Dip-Teil da, dieses Dab-Dings, Dab-Dings. Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist und ich weiß nicht, was für einen Sinn das hat. Und ich finde es toll, dass Alplali so irgendwie derselben Meinung ist, wie ich. Es ist blöd und ich habe keine Ahnung, wofür es eigentlich da ist und warum es entstanden ist. Genauso jetzt mit diesem komischen Vogel, der die ganze Zeit mit diesem Kopf so wackelt. Ich verstehe nicht, was das soll. Ja, woher kommt der denn? Woher kommt das? Und warum? Und das ist, ich finde es einfach nur nervig. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht bin ich so alt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es soll. Aber naja. Und ich bin auch nicht sehr mädchentypisch. Außer danke, für... Danny. Weil, ich war, Annie! Jetzt wird vom Besten erschossen! Ah, mein Nils aus dem Lachen. Nee, aber es gibt sehr viele Sachen, die Mädchen tun, die ich nicht verstehen kann. Ich bin irgendwie so eines der wenigen Mädchen. Ich verstehe andere Frauen nicht! Ich verstehe andere Frauen nicht! Ich weiß nicht warum, aber ich verstehe andere Frauen nicht. Tut mir leid. Hör mal, du hast deine Hausschuhe an, du könntest auch mal ein bisschen auf dem Boden laufen. Wir haben ihn heute Hausschuhe gekauft, dem kleinen Jungen. Gute Idee, komm. Das mache ich. Hier, wenn du in die Stadt gehst, kannst du meine Rabattkarte benutzen. Oh, danke, Iris, das ist voll lieb von dir. Ach, auch so eine Sache, die ich nicht machen, die ich irgendwie überhaupt nicht abkann. Klamotten tauschen. Warum? Warum tauschen Frauen ihre Klamotten? Ich meine... Man hat meistens nicht dieselbe Größe. Aber einige haben dieselbe Größe. Ja, einige haben dieselbe Größe, aber die meisten eben halt nicht und dann verstehe ich nicht, warum man die Klamotten... Vor allem, wenn dir deine Klamotten nicht gefallen, warum kaufst du sie dir überhaupt? Warum nimmst du die, wenn dir die ja nicht gefallen? Ich meine, zum Anprobieren verstehe ich es ja noch. Weil man denkt, auch meine Freundin hat das ja eh, kann ich das ja mal eben kurz anprobieren, aber so richtig für den ganzen Tag oder so oder eine Woche Klamotten tauschen? Warum? Ja, du hast halt voll das süße Top. Möchte ich auch mal gerne tragen.
Ich bin echt nicht mädchenhaft. Deine Rabattkarte? Du, ich will endlich mal ein paar Schritte... Warum bin ich vorhin nicht einfach durch die Stadt gelaufen? Ich bin doof. Egal. Die Karte gilt in allen Ländern der Stadt, aber nur bis heute Abend. Meine Mutter hat sie mit einer Zeitschrift bekommen. Bevor sie verfällt, solltest du sie benutzen. Oh, vielen Dank. Das ist lieb. Bitte hier. Danke. Iris, du bist toll. Ich liebe dich. Du bist klasse. Aber du bist nicht meine beste Freundin. Ganz ehrlich, wenn ich die Mädchen beurteilen müsste, würde ich sagen, Rosa ist an erster Stelle. Wobei hinterher kommt noch ein Mädchen, das ich wahrscheinlich auf die gleiche Stelle setzen würde wie Rosa. Und danach so Viola, Kim und dann vielleicht Iris und Peggy ist irgendwo ganz weit unten. Wobei Peggy hinterher gar nicht mal so schlimm mehr ist. Aber naja, ich nehme zu viel vorweg, also sie haben mir die Karte gegeben. Da kommt mein Bus. Wir sehen uns in der Schule, Iris. Viel Spaß am Meer. Bye, bye. Ja, viel Spaß im Einkaufszentrum. Yay. Bis dann. Bye. Ciao. Und hier sehen wir überhaupt nicht Eldaria-Figuren. Apropos Eldaria. Ich wollte dazu auch ein Let's Play machen. Ich habe sogar beim Nesco angefangen, das aufzunehmen und das nie mehr rübergeschickt. Und deswegen muss ich jetzt quasi nochmal neu anfangen. Aber egal! Wir machen das. Irgendwann, die nächsten Tage. Bestimmt irgendwann, wenn Camtasia dann noch läuft. Was ich glaube, ich nur noch 12 Tage läuft oder so. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Ansonsten frage ich ganz, 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 ganz lieb. Fuck. Okay, wir werden mal sehen, wie ich das hinkriege. Okay, eine halbe Stunde später bin ich im Einkaufszentrum angekommen. Halbe Stunde? Ja, okay. Was hat er gemacht? Keine Ahnung, ist er irgendwann Google vor, oder? Vielleicht treffe ich hier ja sogar jemanden aus der Schule. Nein, bitte nicht. 1, 2... Hier gibt es lauter teure Brillen. Das ist, man muss wirklich sagen, die Hintergründe sind hier nicht ganz so gut gewählt. Huff, danke schön. Jetzt haben wir die 5 Schritte gemacht. Einsammeln und... Oh. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, wie lange ich aufnehme. Da sehen wir es. Was esse ich deiner Meinung nach am liebsten? Ich glaube, da stand Pizza. Pizza! 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 Danke! Nein! Ja, aber eins war der ganz besonders bescheuert, aber gut. Pizza! Mann, ich muss nochmal, ich glaube, das war How to Make Five Nights at Freddy's Not Scary oder so war das, glaube ich, mit dem Pizza. Da war Schicker die ganze Zeit irgendwie so Pizza. 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 Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie zum Schießen. Sorry. Ist so beleidigt, ich bin seltsam. Das ist ein Modegeschäft für Männer. Es gibt dort wirklich schöne Sachen. Warum bin ich hier, wenn es für Männer ist? Hallo. Boah. Ich habe hier noch keinen Freund. Verdammt, jetzt habe ich was verraten. Oh nein. Oh nein. Ich bin so gemein. Tut mir leid. Ich rutsche mir gerade so raus. Hallo. Dankeschön. Ist das eine Name von Hello Kitty nur mit Teufels? Es ist Hello Kitty mit Teufelshörnern. Okay. Kann ich verstehen, Hello Kitty ist der Teufel. Nein, Hello Kitty ist keine Katze, sie ist ein Mensch. In einem Katzenkostüm. Dun, dun, dun. Was? Ah, keine Ahnung, ich kenne Hello Kitty. Ich mag Hello Kitty nicht so. Alter, ich hätte nicht so lachen sollen. Hier gibt es viel Spielzeug und niedliche Stofftiere. Cute. Hallo. Danke. Das hier ist die erste Etage des Geschäfts. Hier gibt es Bücher, Schreibwaren und vieles andere. Eine Rolltreppe für den zweiten Stock zur Multimedia-Abteilung. Multimedia. Hey, hier sind noch Comics. Was sind denn da für Comics so?
Sagt mir jetzt alles nichts, sind wahrscheinlich erfundene. Denke ich zumindest. Auch überhaupt keine Schleichwerbung. Ne? 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 Vor allem, weil man Eldaria, glaube ich, nicht auf einer Konsole spielen kann. Es ist nämlich auch ein PC-Spiel, wie es wieder Moos, aber gut. Lass mir das mal beiseite. Ja, okay, das stimmt. Anakin! Wem oder was schreibst du? Warum hast du dein Handy da vorne liegen? Ich hab schon weiter weggelegt. Anakin, ja, Anakin, spiel mal mit deinem Auto. Spiel mit... Ich hab dich auch lieb. Jetzt will er hoch, um sich das Handy holen zu können. Ja, das sag ich doch. Ey, weißt du, was wir jetzt machen? Oh nein, das Handy ist weg! Och, Annie! Schatz, komm mal her. Komm mal her. Ja, wie schön er gerade das Let's Play unterbricht. Ist ja nicht schlimm. Ist ja gut, Schatzi. Hm? Hey, Schatz. Schatz, du sollst nicht immer mit dem Handy spielen. Du hast doch deine Spielsachen. Schatz, oh. 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 Schrei mal für die Zuschauer. Aua, du sollst mir nicht wehtun. Hallo. Hallo. Das ist gut? Ist das gut? Ja? Das hier ist die zweite Etage des Ladens. Hi. Hier gibt es Computerzubehör, Elektronik und Kopfhörer. Eine Rolltreppe führt in die erste Etage hinunter. Klatschen? Ja? Ja, ich hab dich auch lieb, Schatz. Mhm. Hallo, Spiel, danke. Gut, gucken wir mal weiter. In einem Teil des Einkaufszentrums kann man eine Pause machen. Gleich gegenüber ist die Bäckerei Chez Louise. Bis Louise? Chez... ist irgendwie so, ja. Sieht hübsch aus und lecker. Und ist eine sehr schöne Sitzecke. Muss man wirklich sagen. Kuschelst du mit Mamas Hand, ja? Ja? Ich hab dich so lieb. Nein, Papa hängt fest. Geh den Papa trösten. Ich sehe hier niemanden, den ich kenne. Ich sollte mich woanders umsehen. Okay. Hier kann ich wieder zur Rolltreppe. Da will ich, glaube ich, aber nicht hin. Es gibt einen Microgame-Shop, einen Claras und andere Geschäfte, aber keine Spur von anderen Schülern aus meiner Schule. Vielleicht in den Geschäften? Wahrscheinlich nicht, aber naja. So viele hübsche Accessoires und sie sind auch nicht besonders teuer. Das ist aber schön. Aber es sind keine Mädchen aus der Schule da. Okay. Ach stimmt, der muss mir auch mal gewickelt werden. Fällt mir auch wieder früher ein. Ich beende für dich schon. Geh du ruhig, ich mach's schon. Dieser Laden wäre ein Paradies für Armin. Spiele so weit das Auge reicht, aber er ist nicht da. Schade. Schade, schade, schade. Kein Armin. Hätte ich gerne getroffen. Ich war jetzt überall und habe niemanden getroffen. Das ist wirklich schade. Dann werde ich die Gelegenheit... Bob. Mach einfach so. So. Dann werde ich die Gelegenheit dazu nutzen, den Leuten, die ich mag, Geschenke zu kaufen. Aber freuen sie sich bestimmt. Oh Mist, ich habe ihre Rabattkarte verloren. Typisch wir. Typisch, wir sind voll tollpartig und verlieren alles. Ist irgendwie echt typisch, oder? Ist irgendwie so ein Anime- und Videospiel-Klischee. Wenn man den Hauptcharakter spielt, man ist irgendwie sehr häufig total tollpatschig und so und verliert irgendwas, vor allem in solchen quasi Otome-Games oder Dating-Simulators. Man verliert ständig irgendwelche Sachen und dann, oh mein Gott, da ist der Junge meiner Träume.
Wisst ihr, was ich meine? Das kann doch nicht lange her sein. Vielleicht liegt sie noch da, wo ich sie verloren habe. Gucken wir mal hier. Da ist keine. Wo war die denn nochmal? Ich muss mal gucken. An der Rolltreppe vielleicht? Jemals zur Rolltreppe? Nein. Da! Gefunden. Im Spielzeugladen! Huff! Ich habe sie gefunden. Zum Glück hatte sie niemand anderes aufgehoben. Also, wem kaufe ich etwas? Naja. Also, da wir, naja, Kästchen wollen, nehmen wir auf jeden Fall was. Kaufen wir Kästchen auf jeden Fall was? Und für wen noch? Ich meine, es bringt nicht sehr viel, weil Kästchen ist ja, haben wir schon ziemlich hoch und das Laufmeter steigt dadurch noch ein bisschen mehr, aber ich würde auf jeden Fall eben halt Kästchen mal holen. Ich wollte kurz zu Episodenlösungen. 19. Da, einmal Episodenverlauf erstmal. Und dann mal hier schon mal direkt. Nur die Gesprächslösungen. Ich guck auch gerade mal, woher. Ah, Episode 23 oder 24 müsste das sein, wo ich in einer AMV ein Bild benutzt habe. Nämlich hier Lösungen, da sind eigentlich nur noch die Gesprächslösungen. Die Geschenke, genau. Alexi und Rosalia schenkt man sowieso etwas. Weil zwei Jungs und ein Mädchen. Also wir nehmen zwei Jungs und ein Mädchen. Das Laufmeter des Jungen, den ihr als zweites wählt, steigt dabei am meisten. Was? Das vom zweiten Jungen steigt am meisten? Für die Jungs und das Geschenk für das Mädchen ist noch schon so, dass sonst ein Bug auftreten kann. Oh, okay. Okay, danke schön. Ah, genau, wir kriegen das Unterwäsche und ich glaube die Sonnenbrille, ich weiß es aber nicht. Wir können die uns kaufen, aber müssen nicht. Okay, ja, für will. Nein, Deck, oh, Deck, geh weg. Ich glaube, ich nehme für. Alter, das sieht so aus, als hätte, keinen Lippenstift. Das sieht aus, als hätte keinen Lippenstift aufgetragen. Oh mein Gott. Wir nehmen auf jeden Fall Armin. Weil Armin mein Lieblingsfighter Junge ist und deswegen nicht mal für Armin. Okay? Ist das okay? Ja, das ist okay. Also so. Wem wir mal etwas schenken. Hierbei solltet ihr beachten, dass die Jungs immer in Zweierteams auftauchen. Also wenn wir jetzt Cassie was schenken, steigt, glaube ich, das, sinkt, glaube ich, das von Nathaniel. Man sollte nicht sowohl Kessel als auch Nathaniel verschenken. Das ist sehr wichtig. Also das machen wir auch nicht. Bei Nathaniel und Kentin ist es egal. Und bei Armin und Alexi freuen sich dann nachher beide. Außerdem steigt der Levelmeter bei dem, den ihr als zweiten wählt, am meisten. Man kann zwei Jungs wählen. Also, ich war... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum es beim zweiten mehr steigt, aber gut. Dann nehme ich jetzt eben halt Armin, damit es bei ihm noch ein bisschen mehr steigt. Ich habe ja bei Cassie. Ich habe bei Cassie sowieso fast voll. Ich glaube. Mal kurz kontrollieren. Ja, ich meine, er ist bei 109. Ich kann nur 110 haben, also. Pff, fuck it. Und Armin ist sowieso noch relativ niedrig. Wobei Ken ist noch unter ihm, aber. Wir nehmen ihn auf jeden Fall nicht Nathaniel. Wie wir ja wissen, da sinkt anscheinend dann das Laufometer, weil die beiden sich immer nicht abkönnen und dann sind sie so, wie, du schenkst ihm was, schenk mir und mir auch. Bist du eigentlich bescheuert, Vibe? Denke ich mal so nach dem Motto, deswegen nehmen wir jetzt noch Armin. Weil wir sind aber, glaube ich, auch noch relativ hoch. Ich nehme jetzt Armin, so. Ja, ich werde dem meinen Jungs etwas kaufen. Jetzt zu dem Mädchen. Für wen soll ich etwas kaufen? Ich nehme eindeutig Viola, weil ich Viola am meisten mag von den Vieren. Für Rosalia und Alexi möchte ich auch auf jeden Fall etwas kaufen. Also über den beiden kaufen wir auf jeden Fall was. Also ich würde sagen, Rosalia und Alexi sind sowas wie die besten Freunde von unserer Secret. Es ist auf jeden Fall ziemlich offensichtlich, weil wir den beiden auch auf jeden Fall etwas kaufen wollen. Also, Und ich meine, wer möchte nicht Alexi als Freund haben? Ich meine, hallo? Er ist der beste schwule Kumpel, den man sich wünscht und dann hat man ihn? Ich will ihn haben.
Ich wünsche, er wäre real. Oh, ich hätte gerne einen schwulen Freund wie Alexi. Oh. Boah, dann würde ich mit ihm über zusammen über Jungen schwärmen und oh, das wäre so cool. Und oh. Wie wäre denn dann auch so von Marke Plan wie? Oder sind wir die ganze Zeit am Schwärmen von oh, Marc ist so süß und so hot und blau. Das wäre lustig. Ungegessen ist gerade mit dem Mann, aber ich glaube, der hört mich. Ich glaube, der hört mich, ja. Anakin, kommst du wieder her? Hallo. Ja? Dann mal auf in die Geschäfte. Also holen wir zuerst für die Jungs. Zuerst für die Jungs. Okay, Jungs. Totenkopfschlüsselanhänger bei Julian. Okay. Das war, glaube ich, hier vorne. Der Laden Julian. Vielleicht finde ich hier was für Kästchen. Ein Kleidungsstück oder so. War ja, glaube ich, auch für Männer, ne? Was könnte ich Kästchen schenken? Ein Kleidungsstück oder ja ein Accessoire? T-Shirt war es nicht, ne? Ja, gib mir mal hier einen Trink. Guck mal, Anakin, was du jetzt bekommst. Oh, guck mal. Das sind, glaube ich, sogar noch diese alten, oder? Ah, das sind die alten, wo du den Löffel drauf machen kannst. Das sind gar nicht die. Ja, hast du auch. Ah, genau, hier. Wenn man Cassie und Nathaniel was, also beiden was schenkt, dann sind beide am Ende sauer. Also, lassen wir es lieber. So, Cassie, den Schlüsselanhänger. Armin müsste entweder bei diesem $15 bezahlen. Dankeschön. Wenn ich schon einmal hier bin, finde ich vielleicht auch gleich noch etwas für Alexi. Er liebt schließlich Klamotten. Ich könnte ihm auch etwas zum Anziehen kaufen. Alexi, weiß ich gerade nicht mehr. Alexi, ich wollte die Bilder noch nicht zeigen. Alexi, hier ein T-Shirt. Ja, ein T-Shirt ist gut. Dann nehmen wir das T-Shirt. Alter, geben wir in dieser Episode viel Geld aus. Wo wollten wir jetzt noch hin? Auf der einen Seite ist ein Spielzeugladen und auf der anderen Vingier. Aber ich glaube, in den beiden Läden finde ich nichts. Nee, ich denke mal echt, wir müssen hier zu unserem Spieleladen Microgames, was wahrscheinlich an Microsoft angelehnt ist. Bei Microgames gibt es vor allem Videospiele, bei Claras Mode und Accessoires. Ich glaube, was Armin angeht, liegt die Wahl des Geschäfts auf der Hand. Ja, natürlich! Accessoires! Nein! Wir nehmen eindeutig irgendein Spiel, das er wahrscheinlich gerne spielen möchte. Es gibt keinen besseren Ort, um ein Geschenk für Armin zu finden. Ich habe mir die Angebote angesehen und es gab zwei, die nicht allzu teuer waren. Ich glaube, FIFA ist nicht sowas für Armin. Er ist, glaube ich, nicht so der FIFA-Spieler. Ja, FIFA. Ich hasse FIFA. Ich bin echt nicht nur ein Fan mit FIFA, also... Ich denke mal, Armin will auch nicht FIFA. Genau, er will lieber dieses Soul Sacrifice. Ich glaube, Soul Sacrifice? Soul Calibur. Entweder Soul Calibur, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Anlehnung an Dark Souls ist, wegen Sacrifice. Weißt du, wenn du so oft stirbst, und egal. Gute Spieler sterben nicht in Dark Souls. Stirbst du in Dark Souls? Nie. Natürlich nicht. Speedruns, always deathless. Super, ich habe ein Geschenk für Armin. Schade, dass es keine Beschreibung zu dem Spiel gibt. So. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch für Rosalia ein Geschenk. Aber ich weiß, wie wir das bekommen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal Dake treffen. Dake! Wo bist du? Dakota! Dakeyline! Hallo! Dake? Dake, ich kann dich nicht ab, aber komm her. Ich habe nichts gekauft. Jetzt kann ich diesen Laden wieder verlassen. Schön, dass wir dieses Gespräch hatten. Dake. Bangity bang, ich sag bang bang, bangity bang. Bang 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 bang, bang bangity bang. Entschuldigung. Wir sind beklaut. Ich war doch jetzt im Laden drin. Nein.
Doch. Geh weiter, du blöde Kuh. Also hier, ja, okay. Hier kann man, glaube ich, ein Stofftier für Kentin holen in dem Spielzeugladen. Genau, da muss man auch das Kuscheltier holen, weil er hat uns ja auch so einen Süßen gekauft. Und ich glaube, das ist dann quasi so, weil du mir so einen Süßen gekauft hast, kaufe ich dir auch so einen Süßen. Genau. Okay, nun da ich für die Jungs alles Nötige habe, kann ich ein geeignetes Geschenk für die Mädchen suchen. Yay! Viola, steht das wohl auch hier? Egal welches Schlüsselanhänger. Okay. Oh, verdammt, ich muss echt... Oh, ich bin doof. Ich bin doof. Haut mich, ich bin doof. Okay, tut es nicht. Hier ist genau der richtige Ort, um ein Geschenk für eine Freundin zu kaufen. Ich habe einen niedlichen Schlüsselanhänger gekauft. So etwas kann man immer gebrauchen. Nicht, wenn man keine Schlüssel hat. Ah! Oder zumindest, wenn du nicht so ein... Schlüsselbund, weil an einem Schlüssel so normal finde ich auch irgendwie blöd. Also doch, wenn... Ja, okay, schon mal wieder. Aber in der Regel finde... Also ich habe noch nie einen Schlüsselanhänger. Wobei, ich hätte gerne einen Schlüsselanhänger. Ich hätte gerne einen Schlüsselanhänger. Ich weiß und ich habe keine Ahnung, wo der hin verschwunden ist. Ich könnte mich alle dafür schlagen, ich will meinen Loki-Schlüsselanhänger wieder haben. Der war so süß. Und toll. Tom Hiddleston ist awesome, Loki ist awesome, Loki. Ach ja, ich wollte hier mal am Rande was erwähnen. Ich schreibe im Moment eine Markiplier FF, also eher Darkplier. Unseren düsteren Mark. Und ja, wer das lesen möchte, kann ich gerne Link, sobald ich das erste Kapitel fertig habe. Nee, spinnt. Auf jeden Fall, wenn ihr lesen wollt, kann ich es gerne verlinken. Entweder im Video oder in der Infobox, wie ihr wollt. Also, machen wir weiter. Ich habe die... Ja, ich nehme über eine halbe Stunde auf. Fuck. Okay, ich beende hier. Sobald wir das hier jetzt fertig haben, beende ich den Part. Tut mir leid, dass ich so viel rede. Ich rede zu viel. Ich habe die Rabattkarte hier nicht verwendet. Ich wollte sie... mir für Rosalias Geschenk aufheben. Okay, weil sie mir bei der Sache mit Deborah so geholfen hat, möchte ich ihr etwas Besonderes schenken. Das wird möglicherweise ein bisschen teurer als die anderen Sachen. Stimmt. So, jetzt wird nur noch das Geschenk für Rosalia. Ja, und wir kaufen wir schenken Rosalia wirklich etwas sehr Besonderes. Das muss man wirklich sagen. Oh mein Gott. Widow im Angriff. Ich meine, es gibt gute Widows im Angriff. Es gibt auch gute Junkrats im Angriff. Ich muss wirklich sagen, wir hatten sogar letztens wirklich einen relativ guten Junkrat, muss ich sagen. Ja, das eigentlich tief scheiße war. Nein, ich fand der Junkrat wirklich gut. Was macht der Soldier da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Wir beenden diesen Part hier, denn im nächsten Part wird höchstwahrscheinlich Deck auftauchen und dann werden wir sowieso die Episode wahrscheinlich durchspielen. Und, wahrscheinlich auch noch, wir sind jetzt bei 19. Ich muss mal eben kurz das überprüfen. Episodenlösungen. 20. Genau, ich werde auf jeden Fall 20 und 21 zusammen machen. Weil ich finde, da geht es nicht um hier so ein Theaterstück. Genau, hier ist nämlich zweiter Akt, erster, zweiter und dritter Akt. Ich überlege auch, ob ich den dritten Akt auch noch dranhänge. Vielleicht auch nicht. Muss ich mal überlegen. Je nachdem, wie lange die Folge auch wird. Aber ich werde auf jeden Fall Akt 1 und 2 zusammenhängen, weil es geht da um ein Theaterstück. Und ich finde, das sollte man zusammen machen, weil das ist relativ wichtig. Weil ich glaube, im Akt 1 sagt man sogar schon, wie man den Text auch ein bisschen verändern möchte und so. Und ja, und Akt 3 ist quasi nur noch, ist hier so eine Schnitzeljagd quasi. Also, ich muss mal gucken, ich werde auf jeden Fall 20 und 21 zusammen machen.
Und gucken, ob 23 noch mit, 22 noch mit hinten dran kommt. 23 werde ich auf jeden Fall getrennt. Vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal ein Spezial machen, wo ich 23 und 24 zusammen, weil die auch irgendwie ein bisschen zusammenhängen. Aber ja, ja, oh fuck, ich habe quasi gerade was gespoilert. Aber auf jeden Fall, was? Auf jeden Fall, ja, so plane ich das jetzt ein bisschen, also, weil wie gesagt, die gehören für mich zusammen, die gehören auch wirklich zusammen, steht ja extra erster, zweiter, dritter Akt. Deswegen, ja, ich werde auch gucken, ob ich Episode 19 nicht doch so beende und danach wirklich 20, 21 und 23, 22 zusammen mache. Ich überspringe die 22 immer. Mal sehen. Wir werden sehen. Ich will... Es wird wahrscheinlich auch eher ein 2-Stunden-Part, weil ich meine, ich habe jetzt schon 40 Minuten aufgenommen. Also, ein Stunden-Part ist nicht so viel anders von denen, die ich sonst aufnehme. Also, ja, auf jeden Fall, wenn euch dieser Part gefallen hat, was ich hoffe... Und danke, dass ihr alle sagt, dass ihr mich hier findet und so, das finde ich, das ist wirklich lieb von euch, dass ihr sagt, ich bin nicht hässlich, weil ich bin, ich habe nicht gerade ein sehr großes Selbstwertgefühl, deswegen ist es immer schön, Lob zu hören, das ist, danke, ihr seid die Besten, und Tollsten und ich liebe euch. Also, ja. Da ist doch noch voll viel drin. Ich weiß, aber er hat sich 9 geholt. Okay. Auf jeden Fall, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch... Okay. Abonniert doch unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Plays wieder Moritz. Bis dann, bye. Mit lieben Grüßen. Ganz viel Liebe für euch. Ihr seid die Tollsten. Ich liebe euch. Bye!